Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zurück im Train Simulator Classic zusammen mit mir. Ich bin Felix der Weise. Heute begeben wir uns noch einmal auf die deutsche Strecke Schwarzwaldfahrten, auch bekannt als Black Forest Journeys. Und diesmal geht es in die Stadt Freiburg, denn dieses DLC beinhaltet auch eine Stadtbahn der VAG. Das ist die Verkehrsgesellschaft, die den Straßenbahnverkehr in Freiburg betreibt. Und diese Straßenbahn können wir zwar auf der Strecke im schnellen Spiel fahren, aber leider nicht auf der kleinen Straßenbahnstrecke. Deswegen habe ich dafür ein kleines freies Spielszenario angelegt und wir werden uns heute diese kleine, kurze Straßenbahnstrecke in Freiburg im Breisgau anschauen. Da begeben wir uns direkt hinein in das Spiel. So, und da befinden wir uns jetzt hier am Freiburger Hauptbahnhof. Hier haben wir ja letztens auch unsere Reise in Richtung Kölntalbahn und Dreiseenbahn begonnen. Und nun habe ich für uns hier oben auf der Straßenbahnstrecke uns eine kleine Straßenbahn platziert, die wir jetzt heute ein sehr, sehr kurzes Stück hier durch die Stadt Freiburg fahren werden. Also wie gesagt, die Straßenbahn selbst, die VAG-Straßenbahn, die ist im DLC dabei. Und ihr könnt diese auch hier auf der Hauptstrecke fahren. Ihr könnt diese Straßenbahn aber leider nicht ohne weiteres hier auf dieser Straßenbahnstrecke fahren. Ich habe dafür jetzt ein schnelles Spiel, also ein freies Spielszenario angelegt. Das reicht völlig zu, denn wir müssen uns ja keinen Start- und Endpunkt festlegen, da ja die Strecke, ich zeige es euch mal im Streckenmonitor, diese Strecke hier sowieso nur im Kreis durch die Stadt führt. Wir fahren unter anderem am Münsterplatz vorbei und der Streckenverlauf dieser Straßenbahnstrecke, der ist wohl eher hier fiktiv gestaltet, aber ein freies Spiel reicht aus. Wie macht man das? Erstens, ihr, wenn ihr den Train Simulator gestartet habt, geht ihr auf Erstellen, wählt euch dort die Schwarzwaldfahrten aus und klickt auf freies Spielszenario erstellen und wählt als Startpunkt Freiburg aus. Zweitens, wenn ihr euch dann hier im Editor befindet, wählt ihr in der Liste das Fahrzeug aus, also ihr müsst erstmal auf die Provider klicken, dort den Provider Rsoft auswählen. Dann könnt ihr die Freiburger Straßenbahn hier platzieren und als drittes müsst ihr dann dem Fahrzeug einen Spieler zuweisen oder eine Spielerin. Das Ganze braucht aber wie gesagt keine Route im freien Spiel und viertens ist dann einfach das Ganze nochmal speichern und schon habt ihr ein freies Spielszenario, wo ihr mit diesem Fahrzeug hier eben auch die kleine Straßenbahnstrecke erkunden könnt. Wenn wir das Szenario gestartet haben, machen wir einmal einen Klick auf das Fahrzeug und ihr seht, dann haben wir das damit in Besitz genommen. Wir machen uns noch das Licht an, können mal überlegen, ob wir hier die Türen öffnen, aber das geht jetzt hier an dem Bahnsteig leider nicht. So, das ist unsere wunderschöne VAG-Straßenbahn. In dem Netz der Freiburger Straßenbahn, da fahren ja viele GT-Triebwagen. Ich glaube, 80 Gelenktriebwagen sind dort aktuell im Einsatz. So, wir steigen mal ein, können uns hier mal den Führerstand des Fahrzeuges anschauen und der sieht ganz hübsch, meiner Meinung nach ganz hübsch aus. Und dieses Fahrzeug hat sogar eine Passagieransicht, wo wir auch hier nochmal einen Blick durch das Fahrzeug werfen können. Das Ganze wirkt so, als ob auch hier Richtung Freiburger Straßenbahn wesentlich mehr geplant war, als umgesetzt wurde. So, ich würde sagen, wir setzen den Richtungswender auf vorwärts, geben einen kurzen Laut von uns und dann setzen wir uns in Bewegung. Was sofort auffällt, ihr seht, der Kombihebel steht jetzt noch bei minus 10 und trotzdem beschleunigt das Fahrzeug. Das bedeutet also, hier ist das Ganze wohl noch nicht richtig eingestellt bzw. nicht wirklich geeicht worden. Das heißt, war dieses Fahrzeug vielleicht nur als KI geplant und man hat es kurzfristig dann doch für auch als Spielerfahrzeug freigegeben. Das kann natürlich sein. Oder war dieses Fahrzeug vielleicht, war hier vielleicht doch mehr geplant. Wir werden es leider nicht erfahren. Wir können ja wie gesagt nur einen kleinen Ring durch das Freiburger Stadtzentrum drehen und werden dann hier auch am Hauptbahnhof wieder ankommen. So, da hinten im Hintergrund sehen wir den Freiburger Dom. Wir fahren jetzt einmal Richtung Stadtzentrum Freiburg. Der Streckenverlauf dieser Straßenbahnstrecke, ihr seht es ja, der ist eher fiktiv. Also doch, der ist fiktiv, auf jeden Fall ist der fiktiv. Und also nicht wundern, wenn es hier manchmal nicht so mit dem Vorbild übereinstimmt.
Die Straßenbahn in Freiburg, die existiert bereits seit 1910. Sie war von Anfang an elektrifiziert. Und in Freiburg gibt es aktuell 5 Straßenbahnlinien. Die Strecken sind nicht allzu lang. Freiburg ist ja jetzt keine, also Freiburg ist schon eine größere Stadt, aber es ist jetzt keine riesige Stadt. Die Linien sind zwischen 6 und 9 Kilometer lang. Fahrzeit auf den Straßenbahnlinien je Linie 20 bis maximal 37 Minuten. Das ganze Straßenbahnnetz in Freiburg, das Netz der VAG, wird ergänzt durch viele Buslinien, sodass sich da ein sehr gutes Nahverkehrssystem ergibt. Hier hören wir auch gerade die Kirchen läuten. Hier haben wir den Punkt, wo die Strecken abzweigen. Wenn wir jetzt einmal einen Bogen durch das Stadtzentrum von Freiburg fahren, Stadtrundfahrt, das stimmt ja sogar für die heutige Tour so ziemlich überein. Ich finde es auf jeden Fall eine tolle Zugabe, dass wir jetzt hier auch eben so etwas bekommen haben. So, also dass wir hier die Straßenbahn auch durch die Stadt Freiburg fahren können. Da vorne erreichten wir dann den Münsterplatz. Ich selbst war leider noch nie in Freiburg im Breisgau. Aber wenn so Bilder zu sehen sind, dann sieht das Ganze eben schon danach aus, dass diese Stadt auf jeden Fall einen Besuch verdient hat. Da vorne erreichen wir dann gleich den Münsterplatz. Vielleicht werden wir da auch kurz anhalten. Danach geht es wieder zurück zum Freiburger Hauptbahnhof. Also nette Zugabe auf jeden Fall. Und wie schon erwähnt, diese Straßenbahn, die ist im DLC Schwarzwaldfahrten bzw. Black Forest Journeys, der Steam-Version dieser Strecke, enthalten. Aber wenn ihr sie hier durch die Stadt fahren wollt, müsst ihr euch halt selbst ein Szenario erstellen. Es reicht ein freies Spielszenario, weil die Strecke keine Signale oder Abzweige hat, ist ein freies Spielszenario völlig ausreichend. Ihr könnt euch natürlich aber auch ein Standard- oder Karriere-Szenario bauen, vom Hauptbahnhof zum Hauptbahnhof, also einmal eine Kreisfahrt, ist alles auch möglich, macht das, wie ihr wollt. Die Straßenbahn kann aber im schnellen Spiel auch auf den Hauptstrecken gefahren werden. In Freiburg wird die Straßenbahn auch Stadtbahn oder Hobel genannt. Und das ganze Netz wurde in den 1980er Jahren erweitert. Jetzt, ja, manchmal muss man sich ja echt orientieren. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir gleich an dieser Haltestelle sind. Hier wollte ich doch, das wollte ich doch sehen. Ja, ist immer so toll, wenn es dich hier irgendwo hinbeamt. Auf jeden Fall toll, dass wir auch hier unter den Gebäuden so durchfahren können. Dann halten wir direkt am Münster. Damit ist hier wohl die Kirche gemeint. Ja, das ist direkt die Kirche hier, die Haltestelle Münster. Die Freiburger Kirche, die wir ja auch hier läuten hören. Ich hoffe, ich bin noch zu verstehen, weil das relativ laut ist. Dann halten wir einmal an. Öffnen die Türen, wenn sie aufgehen. Nein, sie gehen auch hier nicht auf. Hier können wir uns das große Freiburger Münster anschauen. Ist aber schön geworden, dieses Modell. Ich gehe mal mit den Zoom ein bisschen weiter zurück. Also auf jeden Fall, ich liebe ja immer wahnsinnig solche riesigen Modelle. Ja. Hier also das, der Münsterplatz. Mit einer riesigen Kirche, dem Freiburger. Ich dachte immer, das hintere wäre der Dom, aber hier scheint das wohl die größte Kirche der Stadt zu sein. So, da würde ich sagen, begeben wir uns wieder in unseren Zug. Machen uns nun wieder auf dem Rückweg zum Freiburger Hauptbahnhof.
geht auch, ich fahre jetzt nicht die höchste Geschwindigkeit aus. Also bin ein bisschen langsamer unterwegs. Sehr, sehr empfindlich reagieren hier auf jeden Fall auf die Tasten. Hier werden wir uns gleich wieder mit der Hauptstrecke zusammen. Dann die Fahrt wieder in Richtung Hauptbahnhof fortsetzen. Wenn ihr euch für Straßenbahnen interessiert, da gibt es natürlich die ein oder andere Strecke für den Train-Simulator, aber es gibt dafür auch eigene Simulatoren. Wenn ihr einfache Straßenbahnen fahren wollt, wo ihr nicht so viel euch einspielen müsst, dann kann ich euch natürlich diesen Tram-Simulator Irmgard Schwänzett empfehlen. Das ist von den Entwicklern, die auch den Bus-Simulator gemacht haben. Und der Vorteil an diesem Spiel ist, habt ihr Bus-Simulator 21 Next Stop im Besitz oder den Season Pass für dieses Spiel, dann habt ihr auch schon Tram-Simulator Irmgard Schwänzett bekommen. Ansonsten, wenn ihr eine etwas komplexere Simulation wollt, gibt es die Spiele Tram-Sim. Und es gibt auch für diejenigen, die es richtig realistisch wollen, da gibt es auch diesen Lotus-Simulator. Weiterhin gibt es, was die Straßenbahn angeht, ist auch seitens ViewApp, also das sind diejenigen, die die Tram-Sim-Teile entwickelt haben, die arbeiten aktuell an einem neuen Spiel und das wird dann City Transport Simulator Tram sein. Wie der Name schon sagt, scheint es sich bei dem Spiel nicht nur um Trams zu handeln. Der erste Teil wird sicherlich das Thema Tram, wird sich sicherlich nur um die Tram drehen, auch wenn wir uns diesen Spieletitel mal genau durchlesen. Lässt ja zumindest die Option offen, dass da wesentlich mehr als Tram im Plan ist. Allerdings ja auch kaum was los im Freiburger Stadtgebiet hier. Könnt mir ja gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Was ist eure Meinung zur Freiburger Straßenbahn? Und würdet ihr euch denn Straßenbahnen wünschen für den Train-Simulator Classic? Es muss natürlich dazu gesagt werden, dass eine Straßenbahnstrecke wesentlich aufwendiger zu bauen ist, als beispielsweise eine normale Strecke, weil du einfach nur Stadt bauen musst und alles dann, weil es an der Strecke ist, extrem genau sein muss. Viele wünschen sich natürlich auch Straßenbahnen für Trains im World. Da wäre vielleicht diese ganze Signalisierung mal etwas einfacher. Diese ganzen individuellen Sachen, die kriegt man ja da im Spiel, aber auch da ist das extrem aufwendig. Wobei wir an Trains im World ja auch mit der Berliner Bahn bzw. der Arosa Bahn ja einige Straßenbahn-ähnliche Ansätze schon haben. So, wir erreichen jetzt unsere Station Freiburg Hauptbahnhof. Wir sind nach einer kleinen Stadtrundfahrt wieder angekommen. Und erreichen jetzt hier den Freiburger Hauptbahnhof. Und tatsächlich gehen hier, wie ihr seht, auch hier die Türen auf. Das heißt, da habe ich bei der Abfahrt das Fahrzeug einfach falsch platziert. Und hier werfen wir wieder einen Blick auf den Freiburger Hauptbahnhof, der natürlich leer ist. Man hätte sich jetzt natürlich hier auch noch ein paar KI-Züge platzieren können, das ist klar. Aber das, ich wollte einfach nur die Straßenbahn, dass wir hier diesen kleinen Ring fahren können. Gut, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war's dann schon für heute. Ich verabschiede mich nun mit der Freiburger Straßenbahn. Wie gesagt, wir könnten jetzt noch ein bisschen hinterfahren, aber hier ist, glaube ich, nichts mehr. Hier ist nur noch... Doch, der Moosen! Lass uns nochmal noch zum Moosweiher fahren mit der Straßenbahn. Fahren wir noch dahin. Und da ist dann die Strecke aber wirklich zu Ende. Also! Ja, hier sind dann richtige Gleise wiederum verlegt. Aber ihr seht schon, hier endet auch schon die Ausgestaltung
des Freiburger Stadtgebiets. Was seht ihr? Krass, bei 30% Minus. Okay, wo sollte dieser Mosenweiher sein? Hier ist gleich das Gleisende. Monsweiher, Entschuldigung, Monsweiher heißt es ja richtig. So, irgendwo und nirgendwo endet jetzt aber wirklich unsere Fahrt für heute. Gut, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, damit aber nun wirklich das Ende unserer Fahrt mit der kleinen Freiburger Straßenbahn. Ist auf jeden Fall eine nette Zugabe für die Strecke Schwarzwaldbahn. Entschuldigung, für die Strecke Schwarzwaldfahrten ist auf jeden Fall eine lustige, nette Zugabe, dass man da einen kleinen, wenn auch eine eher fiktive Fahrt durch Freiburg machen kann. Aber mir persönlich hat es Spaß gemacht. Was ist eure Meinung dazu? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Ich denke, wir werden uns das nächste Mal wohl auf einer anderen Strecke wiedersehen. Ich danke euch bis hierhin fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr im nächsten Video wieder mit dabei seid. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Euer Felix, der Weise.